Melodia.
Die Schweißperlen auf der Stirn sind echt, Christian Tetzlaff. Ja. Danke für diese Momente, danke auch für den Bartok am Schluss. Was war das? Aus der Solosonate der langsame Satz Melodia.
brauchte man auch, um ein bisschen runterzukommen, glaube ich. Der Schluss ist schon sehr herbe von dem Berlin-Konzert, ja. Und gleichzeitig gibt es so viel in dem Stück, was sich auf diese Art von Musik von Bartok bezieht. Deswegen. Sehr gelungene, viel mehr als eine Fußnote und ein Encore. Wie geht's Ihnen? Also als Hörer sitzt man nach dem Konzert da und hat im Kopf Synapsengewitter, weil so viele Anregungen da sind, gleichzeitig auf kleinstem Raum. Ich frage mich, wie geht's dem Solisten? Sind Sie voll oder leer? Ja, das ist eine Mischung, die nur durch Bier zu kurieren ist, denke ich mal. Während des Spielens ist es ein ständiger Wechsel von sehr involviert, aber gleichzeitig hat man doch so Dinge zu bewältigen, wo man sich immer wieder zusammenreißen muss, um dabei zu bleiben. Also es ist so ein Drahtseilakt, aber es gibt ein paar Stellen, die man richtig genießen kann. Zweiter Satz anfangen. Es ist ein unglaublicher Moment von Intimität, den Sie da auch herstellen. Ja, und das ist natürlich, weil der erste Satz so aus aller Welt nichts. Kommt und so aus dem Nichts, aber dann überall hingeht, Lateinamerika, dann Japan und dann neue deutsche Musik und alles Mögliche ist drin. Und plötzlich sagt jemand, aber das andere Gegenteil gibt es immer gleichzeitig. Also das ist schon fantastisch in dem Stück. Was bedeuten für Sie die Ocarinas? UFOs? Die Ocarinas sind für mich etwas Ähnliches wie im Bergschen Violinkonzert, wo plötzlich ein anrüchiges Volkslied zu einem Choral werden kann und ein Choral zu einem Tanz. Und so wird dieser Choral von Ligeti, der an sich schön und tief ist, durch die Verwendung der Ocarinas zu einer Fratze, zu einem Pandemonium. Mhm. Und zum Glück gibt es ja dann noch ein paar Wandlungen des Chorals, die ihn etwas wiederherstellen, wenn auch mit dem größten Fragezeichen. Ja, es verschieben sich eigentlich die Koordinaten ständig. Wie hoch hängen Sie das Ligeti-Violinkonzert, wenn man mal so in die Reihe der Violinkonzerte guckt? Wie Äpfel mit Birnen vergleichen? Also ich spiele es, also ich habe den Beethoven 320 Mal gespielt und den Ligeti 20 Mal. Das ist aber keine... Es ist für mich mit dem Violinkonzert von Jörg Wiedmann das Schönste aus den letzten 20 Jahren. Insofern hänge ich es sehr hoch. Ja. Es ist eine hochkomplexe, auch sehr gelehrte Musik mit den ganzen Anspielungen, auch den barocken Verfahren, die zitiert werden. Und gleichzeitig kann man es so gut hören. Es spricht eigentlich unmittelbar zu einem. Ja, also ich denke, das ist das, was im Vordergrund steht, dass die Bilder so eindeutig sind. Auch wenn sie nicht schön sind, weiß man... doch sehr genau, worum es geht. Und das Gelehrte, weiß ich jetzt gar nicht, wie weit das an der Oberfläche ist. Ja, aber was im Schlusssatz übrig bleibt, sind diese Trauermelodien, wo alles immer fällt und die wilden Tänze. Das sind mehr die Sachen, die ich übrig behalte. Christian Tetzer, vielen Dank. Ich habe ein paar Flötentöne auf der Geige gehört, die ich noch nie gehört habe. Die muss ich erst beibringen. Vielen Dank. Dankeschön. So, jetzt warten wir auf François Xavier Roth, um mit ihm noch ein bisschen Maestro. Guten Abend. Guten Abend. Wir haben gerade über Ligeti gesprochen. Spricht der Ligeti mit dem Bruckner? Ist das eine Zufallsbegegnung oder haben Sie sich das überlegt? Ah, nee, kein Zufall. Das ist wirklich unser Zyklus Bruckner mit Avantgarde. Ist wirklich etwas, das ich denke, es funktioniert so gut, dieser Dialog zwischen Bruckner und die Komponisten von Avantgarde, weil vielleicht Bruckner ist ein Komponist, der hat so viel überlegt über was ist Raum in Musik, was ist Zeit, was ist Harmonie, Elastizität und so weiter. Alle die Fragen, die zum Beispiel Ligeti haben auch in seine Richtung geantwortet. Ja. Sie haben sich für diese frühe Fassung entschieden, für die erste. Ja. Wenn man das nicht kennt, wenn man das Normale sozusagen kennt, ist es wie ein neues Stück? Ja, es ist viel länger, gibt es viel mehr experimental in dieser Urfassung und ich dachte, das ist auch, weil natürlich, wenn man über Bruckner interessiert sind, wir denken, dritte Symphonie ist wirklich ein Anfang, oder? Ja. Nullte, ja. Erste und zweite, okay. Das ist wirklich ein noch junger Komponist, aber mit dritter wirklich erreicht er ein neues Niveau mit seiner Symphonie. Und diese experimental erste Fassung ist so reich, so verrückt in einem Sinne. Ziemlich verrückt, total was verrückt. Er am Ende macht. Er wechselt ständig die Spuren. Also ja. Man kommt gar nicht mit als Hörer. Und nochmal und nochmal. Genau, also und das war wirklich dieser Grund, weil ich habe gedacht, wir müssen diese Fassung spielen. Und auch
sind wir hier in Köln im Moment in Tannhäuser Wagner und natürlich gab es diese sehr berühmte Treffen zwischen die beiden Komponisten und der schüchtern Bruckner hat diese Partitur angenommen, ja. Genau, und der Wagner hat gesagt, ah ja, das ist die beste von die zwei, sie haben gebracht. Und das war auch ein Hommage natürlich an diese Treffen zwischen Richard Wagner und Anton Bruckner. Und dann hat er vergessen, welche Wagner gemeint hat. Du musst nur noch mal nachfragen. Sie haben zu viel getrunken diese Abend. Ja. Sie flaggen das auch aus, Wagner-Symphonie. Wie viel Wagner steckt für Sie drin, jetzt gerade in dieser Frühfassung? Ja, es gibt ein paar Zitate, aber das ist mehr, ich denke, was er hat von Wagner genommen oder er war so faszinierend mit seiner Musik, das war wirklich dieser Fluss und diese Art von Melodie. Und wenn man spürt als Zuhörer oder als Musiker auf der Bühne, Zeit existiert nicht mehr. Vielleicht ist das dieser wichtige Aspekt von Wagners Musik, er hat viel genommen, aber man kann nicht sagen, und natürlich auch Finale ist sehr wagnerisch voll, kann man sagen, mit diesem unglaublichen Schwung, das gibt in Musik. Also viele, viele verschiedene Aspekte von Wagner hat er genommen. Es ist der Flow auf der einen Seite, aber gerade in dieser Frühversion sieht man auch immer wieder, wie er stoppt, wie er nochmal anhält. Das ist eigentlich fast wie Schubert, so Schubert-Momente des Zweifelns und des Zögerns und des Neuansetzens. Ja, das ist wirklich faszinierend und das ist so eine bewegte Musik und nach dieser Ligeti-Verrücktheit, nach diesem unglaublichen Dialog zwischen Christian, er hat so toll gespielt, oder? Was für ein Traum für uns, diesen Mensch zu haben hier in Köln. Nach diesem unglaublichen Konzert, jetzt gehen wir in eine total andere Welt mit viel Ruhe, viel auch Überraschung und ich hoffe, dass die Zuhörer auf Internet erleben, was passiert hier in Köln heute Abend. Das haben wir uns vorgenommen. Was erzählt Ihnen dieses Stück, das vielleicht noch? Es fängt an mit bam, 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 bam und es endet mit bam, 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 aber noch viel größer, lauter, erhabener. Bei Beethoven ist man am Ende nicht da, wo man am Anfang angefangen hat. Wie nehmen Sie das wahr? Also man hat sehr oft mit Bruckner auch dieses Prinzip auf Leerintervall, die Quinte. Die Quinte sind etwas in Musik sehr besonders, weil man kann drin diese Intervall viel, viel Vorstellung haben, oder? Und das ist auch vielleicht, wie er agiert. Er gibt ein Enigma in Musik und gibt es viele Lösungen und man kann am Ende eine Lösung haben. Aber das ist nicht besonders klar und für mich ist es wirklich eine Musik, wo wir können auch als Zuhörer so viel haben im Kopf. Das ist nicht eine Lösung. Das gibt so viele verschiedene Gesichter in dieser Musik. Und dieser Aspekt mit Intervall, mit Harmonie, mit diesem Raum, unglaublich Orchester auf der Bühne, großes Orchester, das ist etwas phänomenal, man muss sagen. Man hat nicht so oft in Musik diesen Aspekt schüchtern und grandios gleichzeitig. Ja. Und ich wollte gerne diesen Menschen kennenlernen. Ich meine, er musste so ein faszinierender Mann sein. Durch seine Musik kann man das natürlich ein bisschen spüren. Ja. Worauf freuen Sie sich jetzt gleich? Wovor fürchten Sie sich möglicherweise ein bisschen? Gibt es so Stellen in diesem Riesenstück, wo Sie sagen, oh, jetzt, François, aufgepasst? Nee, jetzt, ich bin wie ein Marin, wie sagt man, Schiffmann. Ein Lotse auf dem... Ja, und wir haben eine lange Reise und ich muss mein Schiff gut manipulieren. Und weil alle die Musiker, unsere Orchester wissen sehr, sehr, sehr genau, wie das passiert. Aber das ist eine lange Reise, man muss sagen. Und das ist meine Rolle jetzt zu koordinieren und eine schöne Reise zu bauen. Und was ist der François-Xavier Roth-Moment in dem Stück für Sie? Gibt es einen? Es gibt viele. Es gibt viel, wenn das wird unglaublich, wenn er geht in diese extreme leise Momenten. Ja. Ich denke, in Musik hatten wir vorher niemals das erleben.
Das ist etwas so unglaublich, also diese Stelle im zweiten Satz zum Beispiel, aber auch vielleicht diese Scherzo, gibt es so Humor in diese Trio und viele, viele verschiedene Momente, wo auch Orchester so laut spielt und das ist natürlich spannend auf der Bühne. Wir freuen uns auf die Momente. Danke, dass Sie da waren. Alles Gute.